Unsere Welt ist im Wandel. Der Erhalt unserer Lebenswelt. Die Digitalisierung. Intelligente Maschinen. Schon immer war es das Geheimnis von Bauer-Kompressoren, mit den neuesten Produktionstechniken zu arbeiten und selbst Lösungen für die Aufgaben seiner Zeit zu entwickeln. Bauer ist Weltmarktführer in der Hochdrucktechnologie. Kein anderes Unternehmen der Welt verkauft heute mehr Kompressoren als wir. Vom kleinen tragbaren Luftverdichter bis hin zur Mega-Anlage für Industrieanwendungen und Erdgastankstellen. Mit 70% Anteil führen wir den Markt bei Atemluft für Taucher und Feuerwehren an. Wir sind in allen industriellen Segmenten vertreten. Von der Gasinnendrucktechnik über die Automobilindustrie bis zur Turbinensteuerung. Wir rüsten Ölplattformen aus und sorgen für die Luft- und Stickstoffversorgung von Schiffen. Die Pioneering Spirit, das größte Arbeitsschiff der Welt, haben wir ausgerüstet. Bei den sensibelsten Anwendungen wird auf Bauer-Technologie vertraut. Bei der Raumfahrt. Beim Kernforschungszentrum CERN. Wir versorgen weltweit Busflotten und ganze Länder mit CNG. 1865. Vor genau 150 Jahren in Niederbayern. Johann Baptist Bauer I. übernimmt die Schmiede in Arnsdorf und führt sie bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Sein Nachfolger Johann Baptist II. Geht mit der Zeit. Das Zeitalter der motorisierten Landwirtschaft beginnt. Er spezialisiert die Schmiede erfolgreich auf landwirtschaftliche Maschinen. Die eigentliche Geschichte der Firma Bauer beginnt unter Johann Baptist III., genannt Hans. Hans entdeckt das Potenzial der Kompressortechnik. 1946 ist das Gründungsjahr von Bauer Kompressoren. Man brauchte Kompressoren für den Wiederaufbau Deutschlands. Und nicht nur da. Auf der ganzen Welt stieg die Nachfrage nach Hochdruckkompressoren. Eine Erfindung Hans Bauers prägte einen ganzen Lebensstil. Der Atemluftkompressor Utilus machte Tauchen zum Massensport. Seitdem führt Bauer den Markt für Atemluft unangefochten an. Bei Sportlern wie bei Feuerwehren oder den härtesten Forschern. Bauer wurde zu einem klassischen deutschen Familienunternehmen. 1976 übergab Hans die Firma an seinen Sohn Heinz. Heinz Bauer revolutionierte die gesamte Kompressorbranche. Legendäre Erfindungen wie der Freiflugkolben sind heute weltweiter Standard. Das Geheimnis von familiengeführten Unternehmen ist der sanfte Übergang von einer Generation zur nächsten. So lassen sich gesammeltes Wissen und Erfahrungen weitergeben. Frau Bayer, das ist die Tochter, die im Jahr 2000 hat sie sich verstärkt in das Unternehmen eingebracht und habe dann die Übergabe im Jahr 2012 gemacht. Sie führt das Unternehmen seitdem in dritter Generation als geschäftsführende Gesellschafterin zusammen mit ihrem Mann Philipp Bayert. Wir wollen auch im 21. Jahrhundert weiterhin der technologische Marktführer der Kompressorbranche sein. Mit dem modernsten Design, mit der höchsten Qualität, mit völlig neuen technischen Entwicklungen. Elektronik, Software, Cloud Computing. Das sind die Stichworte, mit denen wir in einer digitalen Welt in Kombination mit unseren marktführenden Kompressorsystemen unseren Wettbewerbsvorsprung weiter ausbauen und nachhaltig Wachstum sichern. Wir werden mithilfe neuester Technologien in einer völlig neuen Dimension Nutzen-Innovationen für unsere Kunden generieren. Monika Bayert und ihr Mann Philipp machen mit Standardisierung,
Modularisierung, Digitalisierung und Automatisierung aus dem Maschinenbau ein Technologieunternehmen. Bauer ist heute ein globales Unternehmen, das seinen Umsatz in den vergangenen 10 Jahren verdoppeln konnte und weltweit mehr als 1200 Mitarbeiter in 40 Niederlassungen hat. Als einer der ersten der Branche hat Bauer begonnen, seine Fabriken auf die Standards von Industrie 4.0 umzustellen. Mit Maschinen, die sich aktiv in den Auftrags-, Produktions- und Wartungsprozess integrieren. Qualitätsbewusstsein steckt der Firma Bauer in den Genen. Der Leitspruch von Hans Bauer war: Unsere Kompressoren müssen 100% funktionieren. Jedes Prozent weniger kostet uns langfristig 10% und ein Jahr Vorsprung. Deshalb fertigen wir unsere Kompressoren in-house, in Deutschland, nach den State-of-the-Art-Produktionsstandards. Also ich muss sagen, ich bin immer tief beeindruckt, wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung Mitarbeiter die Werte der Firma umsetzen. Und man sieht hier, dass jeder Qualität wirklich in das Zentrum seines Handelns stellt. Insofern bin ich begeistert und ich bin begeistert von der Begeisterungsfähigkeit der Mitarbeiter. Neue Werke werden gebaut. Unsere Produktionsstandorte werden kontinuierlich vergrößert und modernisiert. Mit den neuesten Montagelinien. Mit der effizientesten mechanischen Fertigung. Mit den modernsten Logistikkonzepten. Das Herzstück unseres Unternehmens ist die Entwicklungsabteilung. Ins 21. Jahrhundert sind wir mit einem neuen Kompressordesign gestartet, nach bionischen Prinzipien designt. Höchste Lieferleistung auf kleinstem Raum, extrem langlebig für den industriellen Dauerbetrieb ausgelegt. Als Schraube-Booster-Kompressor haben wir das beste System mit dem kleinsten Footprint für alle Anwendungen entwickelt, in der große Liefermengen entscheidend sind. Unsere neuen Kompressorsysteme zur Verdichtung von Atemluft und Edelgasen mit integrierter Sicherheit. Mit der Überwachung aller wichtigen Werte. Und mit Abschaltautomatik. Neu auf dem Kompressormarkt? Mit der B-App wird ein Smartphone zur Kompressorfernbedienung. Auf dem Weg hin zu einer CO2-freien Umwelt sind wir führend in der Forschung an Zukunftstechnologien wie Wasserstoff. Bauer ist einer der Keyplayer in diesem Markt, speziell für CNG. Wir sind führend in Brückentechnologien wie Erdgas und haben dafür unsere eigenen standardisierten Erdgastankstellen entwickelt. Wenn wir nach Bauer gefragt werden, wir können das Unternehmen definitiv empfehlen. Bei den großen Zertifizierungsunternehmen sind die Produkte von Bauer legendär. Bauer macht sehr gute Produkte. Ich glaube, sie haben im Laufe der Jahre 2.000, 3.000 solche Anlagen gemacht und ich habe nur Gutes von ihnen gehört. Wenn mich ein Freund fragen würde, welchen Kompressor er kaufen würde, ich würde ihm den Bauer Kompressor empfehlen. Die großen globalen Unternehmen vertrauen auf die Zuverlässigkeit und Performance der Bauer-Systeme. Dies ist nur eine kleine Auswahl unserer renommierten Kunden. Wir besitzen heute das größte, weltumspannende Händler- und Servicenetzwerk der Kompressorbranche und können so die Betriebssicherheit für alle unsere Systeme garantieren. Die Kanzlerin hat unseren neuen Kompressor als eine herausragende technische Leistung ausgewählt. Unsere Expertise erhält von Angela Merkel die höchste Anerkennung, wie hier in Abu Dhabi. Bauer-Kompressoren und der Bauer-Tankstelle dann alles Gute. Unsere Welt ist im Wandel. In digitalen, technischen und in Umweltfragen. Wir bei Bauer sind stolz darauf, unseren technischen Beitrag zu leisten. Touchdown!
Bauer. Qualität steckt uns in den Genen.